Herzlich willkommen in der Pilotfabrik der Technischen Universität Wien. Hier entwickeln wir unter produktionsnahen Bedingungen die Lösungen der Zukunft. In diesem Video werden Sie sehen, wie Sie durch eine digitale Werkaufführung Ihren Mitarbeitern Zeit sparen und wie Sie gleichzeitig die Qualität Ihrer Montageprozesse signifikant erhöhen. Dafür zeigen wir Ihnen unser voll integriertes Tool, mit dem Montageanleitungen automatisch erstellt werden können und die Produktion mittels SAP ME von kleinsten Losgrößen bis zur Serienfertigung ermöglicht wird. Mein Name ist Gerhard Reisinger, ich bin Mitarbeiter bei Fraunhofer Austria und unterstütze Unternehmen bei der Optimierung ihrer Montageprozesse. Mein Name ist Melissa Brunbauer, ich arbeite als IT-Consultant bei ConCircle und unterstütze unsere Kunden bei Digitalisierungsprojekten. Gemeinsam laden wir Sie nun herzlich ein, uns in den nächsten Minuten bei der Montage unseres 3D-Druckers zu begleiten. Was bedeutet digitale Werkerführung? In vielen Industrieunternehmen ist es nach wie vor gängige Praxis, die Montageanleitung mühsam per Hand zu erstellen und diese in Papierform dem Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Dadurch entsteht mit der Zeit ein Berg an Dokumenten, da für jede neue Variation eines Produkts die Anleitung neu erstellt werden muss. Dieser gesamte Prozess dauert lange und benötigt viele Ressourcen. Durch eine digitale Werkerführung können sowohl Zeit als auch Ressourcen gespart werden. Hier bedarf es natürlich einer Lösung, die es ermöglicht, Montageanleitungen in einem Bruchteil dieser Zeit zu erstellen, damit Ihre Mitarbeiter ideal angeleitet werden. Erst dann können Sie das volle Potenzial einer digitalen Werkerführung nutzen. Gemeinsam mit Partnern aus Forschung und Industrie ist es uns gelungen, Montageanleitungen automatisch zu erstellen und das innerhalb weniger Minuten. Sie fragen sich jetzt wahrscheinlich, wie wir das geschafft haben, richtig? Es funktioniert so. In einem 3-Schritte-Prozess verwandeln wir Ihre 3D-CAD-Daten in eine fertige Montageanleitung. Über unsere 3D-Autoren-Software legt Ihre Arbeitsvorbereitung, die Montagereihenfolge, zu verwendende Werkzeuge und Hilfsmittel fest. Dabei werden Ihre Mitarbeiter durch eine Vielzahl an Assistenzfunktionen unterstützt, welche die Eingabe der zum Beispiel richtigen Schraubwerte wesentlich erleichtert. Nach Freigabe durch die Arbeitsvorbereitung erfolgt im zweiten Schritt eine automatische Erstellung von beschreibenden Texten, Bildern und 3D-Animationen für jeden einzelnen Montageschritt. Optional können diese Anleitungselemente natürlich jederzeit per Hand nachbearbeitet werden. Damit Ihre Montagemitarbeiter die erstellten Anleitungen an der Montagelinie auch tatsächlich ansehen können, müssen diese in die Werkerführung eingegeben werden. Auch das erfolgt zu 100% vollautomatisch, indem über eine aktiv ausgeführte Schnittstelle, ein sogenannter Postprozessor, sämtliche Informationen übertragen werden. Für Arbeitsplätze ohne Bildschirm ist es natürlich auch möglich, sämtliche Daten auch als PDF auszugeben und die Anleitung damit auszudrucken. Und jetzt wird es erst richtig spannend. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz ist es möglich, dass ähnliche Produktvarianten automatisch erkannt werden und die damit zusammenhängende Anleitung automatisch von früheren ähnlichen Produktvarianten übernommen und auf die neuen Begebenheiten, also die neue Produktvariante, angepasst wird. Lassen Sie mich abschließend darauf eingehen, was das für Sie bedeutet. Bei der Erprobung mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Produktvarianten konnten wir den erforderlichen zeitlichen Aufwand für die Erstellung einer Anleitung um bis zu 99% reduzieren. Habe ich Ihr Interesse geweckt? Möchten Sie ebenso Anleitungen innerhalb weniger Minuten erstellen, anstatt Ihre Mitarbeiter mit dem Erstellen von Screenshots stundenlang zu beschäftigen? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und wir zeigen Ihnen, wie wir gemeinsam mit Ihnen eine ideale Lösung auch für Ihr Montageplanungsproblem finden. Und nun zeigen wir Ihnen hier in der Montage, wie diese Anleitungen für den Mitarbeiter sichtbar gemacht werden können. Hier sehen Sie das Production Operator Dashboard, das mithilfe von SAP Manufacturing Execution erstellt wurde. Dies kann auch sehr einfach konfiguriert werden und an den jeweiligen Arbeitsplatz angepasst werden. In diesem Fall zum Beispiel
befindet sich die Liste mit offenen Aufträgen in dem oberen rechten Teil und hier kann mithilfe dieser Knöpfe auch alle offenen Aufträge aufgerufen werden. Gleichzeitig wird hier auch der Status des jeweiligen Auftrags dargestellt. Grün bedeutet, er wurde bereits gestartet. Und bei Auswahl eines Auftrags sind die Werkeranleitungen direkt auf dem Pod im linken Teil sichtbar. Hier unten kann mithilfe der Knöpfe weitergeklickt werden, um den nächsten Schritt aufzurufen. Auf dem linken Teil des Pods befinden sich die Knöpfe, um die Bearbeitung zu starten, was wir für diesen Auftrag zum Beispiel machen können. Gleichzeitig kann hier auch wieder pausiert werden, wenn sich der Mitarbeiter einen Kaffee holt oder ähnliches. Und bei Abschluss, also bei Fertigstellung dieses Bearbeitungsschritts, kann auch mit Hilfe des Buttons Complete die Fertigstellung des Teils an das System rückgemeldet werden. Mit dem SAP Manufacturing Execution System können auch externe Hardware-Komponenten angeschlossen werden, wie zum Beispiel dieser Leichtbauroboter, den Sie gleich in Aktion sehen werden. Die nächsten Montageschritte erfordern hier, dass wir den Extruderschlitten auf eine ergonomische Höhe befördern, was wir mit dem Knopf Robot machen können. Der nächste Schritt ist die Montage von zwei Extruderführungen. Auch mit der Zoom-Funktion kann man sich den Montageschritt genauer ansehen. Nachdem auch dieser Montageschritt erfolgreich abgewickelt wurde, erhalten wir im nächsten Schritt über die Werkeanleitung die Information, dass die Zentrierung des Greifkopfs auch mit Hilfe des Roboters erfolgt. Das bedeutet, wir drücken jetzt wieder hier den Knopf Robot und der Extruderschlitten inklusive Führungsstangen wird über dem Rahmen platziert. Zusätzlich kann auf dem Dashboard auch die gesamte Baugruppe mithilfe des sogenannten Visual Enterprise Viewer angezeigt werden. Dieser unterstützt neben der Dreh- und Zoom-Funktion auch das Ein- und Ausblenden von einzelnen Komponenten. Für die abschließende Qualitätskontrolle hat der Werker so die Möglichkeit, die korrekte Montage der Einzelteile noch einmal zu überprüfen. Die Zusammenarbeit zwischen Concircle und Fraunhofer Austria hat gezeigt, dass innovative Lösungen am Puls der Zeit entwickelt werden und diese direkt in die industrielle Praxis übertragen werden können. Hier sehen Sie noch einmal alle Vorteile der digitalen Werkerführung auf einen Blick. Für den Werker konnte ein Effizienzgewinn von bis zu 20% festgestellt werden. Die Anleitungen werden standardisiert und sind stets aktuell. Die Montage erfolgt zu 100% papierlos und die Umwelt wird geschont. Die Anleitungserstellung erfolgt bis zu 40% schneller als mit gängigen Methoden. Die Werkeranleitungen sind in SAP Manufacturing Execution, einer Standardlösung von SAP, integrierbar. Wir würden uns freuen, mit Ihnen gemeinsam durch den Einsatz einer digitalen Werkerführung Ihre Produktionsprozesse effizienter zu gestalten. Für nähere Informationen besuchen Sie unsere Websites oder kontaktieren Sie uns.